aus dem Haus Nürnberg. Die Nacht hier war heute sehr angenehm, es hat nicht geregnet. Es ist jetzt angenehm mild. Ich habe super gut geschlafen. Konnte mich eben auch erstmal in aller Ruhe rasieren. Das musste mal sein, denn heute habe ich Zeit bis zu meinem Campingplatz, zu meinem nächsten. Heute sind es ca. 80 Kilometer. Und das ist der Campingplatz Talblick Riedenburg im Altmühltal, nennt sich das. Und der soll, glaube ich, auch ganz schön sein. Bestimmt auch ganz ruhig. Ein Wort noch zu gestern. Durch dieses Trümmerfeld, wo ich da durchgefahren bin, das habe ich mal nachgeschaut. Das war ein Festivalgelände. Rock im Park nannte sich das. Und das sah schlimm aus, das habe ich noch nicht gesehen. Also ich bin ja früher auch auf Festivals gegangen, aber so schlimm weiß ich nicht. Habe ich noch nicht gesehen, so ein Trümmerfeld, echt nicht. Egal. So, für mich gibt es jetzt einen anständigen Kaffee. Affenkotelett, das muss weg. Vielleicht gleich noch einen Apfel und unterwegs beim Bäcker werde ich sicherlich noch anhalten und mir noch Brötchen holen. Und was sonst noch? Zelt ist schön trocken. Das kriege ich gleich trocken in meinen Sack da rein. Die ganzen Klotten habe ich auch schon zusammengesucht. Und ich denke mal, um 10 Uhr bin ich spätestens in der Spur. Dann werde ich wohl heute Abend auch so gegen 18 Uhr dort aufschlagen. Jo. So, und noch zu meinem Bein oder zu meiner Ferse hinten, zu der Achillessehne. Ich habe gestern Abend noch eine Ibu reingeworfen und heute Morgen noch eine. Zwei habe ich noch. Das werde ich jetzt mal so fortführen. Ein bisschen merke ich das noch, aber das geht natürlich nicht nach zwei Tabletten weg, das weiß ich auch. Ich habe noch ein anderes Präparat mit. Das ist ja ähnlicher Wirkstoff, aber das heißt irgendwie anders, keine Ahnung. Das habe ich da irgendwo drin. In meiner Arzneikiste da. Dann werde ich das nochmal nehmen. Muss halten bis Samstag, irgendwie. So, Wasser kocht, jetzt gibt es erstmal einen Kaffee, ne? Ja, also eben schon wieder hat sich die Kamera aufgehängt. Akku raus, Akku wieder rein, aber was diesmal neu war, die Kamera hat mit mal so einem Störbildschirm gezeigt. Das sieht aus wie so ein Testbild. Ich blende das mal ein hier oben. Was ist das? Also, das ist ja auch nicht gut für die Kamera, denke ich mal, wenn man da, wenn die Kamera an ist, den Akku dauernd rauszieht. Also, das geht mir echt mächtig auf die Ketten, muss ich sagen. Und ja, was willst du machen? Ne? Nix. Dummes Gesicht. So in etwa. So, Kaffee trinken, zusammenrödeln hier. Und dann aber los. Da hinten ist wohl jetzt ganz großes Reinemachen angesagt. Und hier ist das Messegelände. So, ich muss jetzt links. Übrigens, wen es interessiert, alle anderen können ja mal weghören. Mein Pöter ist jetzt inzwischen ganz gut eingeritten. Da tut so gut wie nichts mehr weh, da zwickt nichts mehr. Ich hatte ja, glaube ich, vorgestern war das, da war ich ja drauf und dran, dass ich die Polsterhose rausholen muss. Aber die bleibt jetzt da, wo sie ist, nämlich in der Tasche. Also ich finde, man muss nicht immer gleich nachgeben. Hier mal der Köter mal ein bisschen zwickt. Nö, nö. Ist nicht. So, eigentlich könnte ich jetzt wieder mal eine Pause vertragen. Und eine Bäckerei, das wäre jetzt mal richtig gut. Aber hier ist nur Wald, sonst nichts. Na gut, dann esse ich gleich erstmal eine Nektarine. Wasser. Mehr weiß ich jetzt nicht zu erzählen.
Kirbaum, glaube ich, hieß das eben, war ich eben einkaufen in einem Supermarkt. Und da habe ich mir noch eine Wasserflasche gekauft und ein belegtes Brötchen mit Käse-Mozzarella und so eine Käse-Laugenstange. Die will ich gleich mal verdrücken, denn ich sehe nichts mehr im Rückspiegel. Die Tasche ist proppenvoll und das verdeckt mir also die Sicht auf das, was alles so von hinten kommt. Außerdem habe ich Kohldampf. Na bitte, wer sagt's denn? Nun gibt's was zu futtern. Mahlzeit. Das Teil war mal richtig lecker. Jetzt will ich nur noch mal eben gucken, bevor ich weiterfahre, wie das Wetter wird. Wenn man das erkennen hat, ich habe ja so ein Schwein mit dem Wetter. Wenn man für hier, da wo es nicht blau ist und im Norden Thüringen, wo ich durchgefahren bin, regnet es. Jo, so kann es bleiben. Da so in etwa bin ich jetzt. Tirolsberg, ich glaube der Ort, der da jetzt kommt, heißt Berngau. Ja, mein Ziel liegt also hier. Riedenburg, da ist der Campingplatz, Dreiblick. Und da komme ich her. Das ist nämlich das ist der Campingplatz. Ja, ich glaube, etwas zu früh gefreut. Das sieht also definitiv nach Regen aus und das ist voll stürmisch geworden gerade. Und eben auch jetzt. Gucken, wie das wird. Da hinten im Ort, glaube ich, müssen wir mal eine Jacke überziehen. Das wird jetzt auch frisch. Wenn es dann doch anfängt zu regnen, oder stärker anfängt zu regnen, dann muss ich wohl meine Regenkluft raussuchen. Gucken, ne? Oh ja. Die Jacke wieder angezogen. Das ist mir immer so kalt geworden und so stürmisch. Ui. So muss es beim Segelsetzen auf der Bahn hier gewesen sein, glaube ich. Uiuiui. Ui. Jetzt noch nicht ein Tropfen Regen. Ich glaube, das sieht nur so bedrohlich aus. Aber Glück komme ich hier trocken durch. Denn das Regenradar hat eben eindeutig gezeigt, dass hier nichts mit Regen ist. Richtung Baden-Württemberg. Mann, 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 ey. Da machst du was mit dir. Aber einzig Erfreuliche ist, ich fahre ja grob in südöstliche Richtung und die Windmühlen da hinten, wenn ich das jetzt mal so deute, würde ich mal sagen, habe ich den Wind so schräg von der Seite bzw. von hinten. Das ist auch schon mal nicht ganz so schlecht. 3 Kilometer, kein Auto. Aber dann kommt eins von vorne, eins von hinten. Und wo treffen die sich? Genau da, wo ich mit meinem Fahrrad war. Gibt's doch nicht. Ei. Wieder so eine Boe. Ach, Hilfe, nee. Nur plötzlich hat sich der Sturm auch schon wieder gelegt. Ich glaube, das war auch nur so eine kleine Front. Es nieselt ganz, ganz leicht, wirklich. Nicht wirklich doll, also noch weniger als Nasenwasser quasi. Da brauche ich hier klamottentechnisch noch gar nichts umbauen. Das ist, passt schon. Ja, dann ist wieder gut. 120 Meter Straße rechts. Da muss ich lang. Ja, Wind ganz akkurat von hinten. Geht auch noch leicht bergab, das heißt, ich brauche nicht mal treten hier. Mache ich nur aus Langeweile. Eigentlich wollte ich heute die Solarzellen hinten drauf geschnallt haben, weil ich mit meiner Energie doch ein bisschen knapp komme, glaube ich. Die Powerbank, die eine 10.000 hat noch 4 LEDs. Die hier habe ich jetzt auf 2 wieder hochgejubelt.
20.000er sagte ich ja gestern, ist alle. Ja. Drei Gerätschaften wollen geladen werden. Handy, Garmin und GoPro-Akku. Mehrere. Obwohl, ja, ich habe ja noch welche in der Tasche. Eigentlich lade ich immer nur den einen abends, den ich drin habe. Der reicht im Prinzip für den Tag. Ja, ob die anderen noch voll sind, ich glaube drei habe ich noch mit. Vielleicht entladen die sich ja auch selbst, habe ich erst noch nicht getestet. Das wäre dann Worst Case, wenn ich die raussuchen muss. Wenn es dann ganz doof kommt, dann muss ich eben halt dann doch irgendwie mir Netzstrom suchen. Wollte ich aber eigentlich vermeiden. Ich frage mich gerade, wie man das früher gemacht hätte. Also diese Wege hätte ich am Leben nicht gefunden. Also ohne Navigation hier so niemals lang gefunden. Wenn man das hier noch hätte, nach Karte hätte fahren sollen oder müssen, ich glaube, da wäre man mehr mit anhalten, Karte rausholen, nachgucken, beschäftigt gewesen, als beim eigentlichen Anfahren. Deswegen bin ich froh, dass ich hier meinen Teil habe. Der lotst mich hier ganz treu überall durch. Also eben wieder Akku-Alarm, anhalten. Die ganze Szene, die ich eben drauf gesprochen habe, war auch wieder für die Katz. Ich krieg echt noch Pickel hier mit dem Scheiß, ey. Also, ich fluche jetzt nicht mehr. Ich mache am Ende des Videos eine überschlägige Fehlerstatistik, wie oft das aufgetreten ist. Blend das ein. Und dann tue ich mal euer Bild machen. Wie gesagt, wenn einer Abhilfe weiß, was man anders machen muss oder sich falsch macht vielleicht, kann ja alles sein. Noch nicht perfekt. Einfach mal schreiben, würde mich freuen. Oh, mit einer Hand. Gefährlich, Monsieur. Das hier finde ich ist auch mal eine Aufnahme wert, denn so eine Einrichtung gibt es in meinem alten Heimatort, wo ich herkomme. Aus Bassum auch. Da können Leute hingehen, die vielleicht handwerklich nicht ganz so begabt sind. Und da ist halt eine Werkstatt und da kann man seine Gerätschaften, die zu Hause kaputt gegangen sind, hinbringen. Und da wird eben halt versucht, das wieder in Gang zu setzen, ohne dass das gleich weggeschmissen werden muss. Das finde ich eine richtig tolle Sache. Klasse. Daumen nach oben hier. Ja, keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht hier. Das ist alles irgendwie gesperrt. Drüben die andere Seite auch. Über diesen Reparaturcafé, wo ich da eben war. Die Navigation hat mich jetzt auch gerade ein bisschen in die Irre geführt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier rüber muss. Und über die Brücke. Da hinten kann ich auf dem Schild Berching sehen. Das hier ist übrigens der Ludwig-Main-Donau-Kanal gewesen, wo ich eben lang gefahren bin, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich wäre jetzt für Risiko, da weiterzufahren, in der Annahme, dass ich da irgendwie durchkomme. Ansonsten weiß ich auch nicht. Ich mache das jetzt einfach mal. Und mein Track ist, glaube ich, da drüben. Aber der ist genauso gesperrt. Standen auch Schilder. Navigation sagt 700 Meter links. Gucken, was da gleich kommt. Ausgeschildert war Richtung Berching, das ist ja schon mal richtig. Und da wird fleißig gebuddelt. Das ist auch gesperrt. So, und nun war es das oder wie? Ich glaube, ich mache lieb Guck und frage mich darüber da. Ja, das hat mich jetzt hier eine halbe Stunde gekostet. Alles gesperrt hier. Muss ich wohl doch hier über die Hauptstraße fahren. Keine Ahnung, wie ich sonst da hinkommen wollte. Ist Baustelle. Vorne geht es irgendwie hoch. Da muss ich wohl oder übel. Ist das hier auch irgendwie eine Autobahn? Nee. Muss ich in die Hauptstraße fahren? Ich weiß es noch nicht. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Muss da lang. Und muss jetzt irgendwie auf die Hauptstraße kommen. Wie mache ich das jetzt? Muss ich alles abrütteln und irgendwie da hochtragen? Ich habe keine Ahnung, wie ich hier sonst hochkomme. Da ist sonst keine Möglichkeit. Tja, letztlich. Das war jetzt gerade lebensgefährlich. Ich habe mein Rad da irgendwie hochgekriegt. Aber ich bin scheinbar nicht der Erste, der da hoch. Der Erste, das mit seinem Fahrrad.
mich eben beinahe derbe auf die Schnauze gelegt, aber andere Chance sehe ich hier nicht. So, Taschen wieder hoch und weiter. Grenzwertig. Dann hat der freundliche Baggerfahrer mich durchgelassen. Das hätte ich echt nicht gewusst, was ich gemacht hätte. Komme ich auch nicht durch. Noch weniger sogar. Ich muss jetzt irgendwie geradeaus. Ist auch falsch hier. Ich muss da unten an dem Kanal irgendwo runter. Aber wie? Ist ja kein Radweg. Ich fahre jetzt hier runter. Oder nee. Ja, der weiß auch nicht, wo er hin muss. Ich fahre jetzt hier wieder zurück, da runter, an der Hauptstraße lang, grobe Richtung Berching und dann alles andere lasse ich auf mich zukommen. Ah, Berching sieht da gut aus. Ich fahre jetzt einfach mal lang. Ah, jetzt quakt er schon wieder, dass ich falsch bin. Oh Mann, ey. Er will mich rechts rüber haben. Denn jetzt B299 und die nächste Möglichkeit rechts auf den Radweg. Dann sollte ich wohl wieder auf Kurs sein, nehme ich an. Hier fahre ich also nicht hoch. Hier ist eine Rampe von ca. 8-9%. Ich fahre jetzt anders. Da ging es jetzt eben Richtung Berching hoch. Ich fahre jetzt stattdessen Richtung Bayern-Gries. Und dann werde ich hoffentlich unten wieder auf meinen Track kommen. Kann nicht ganz viel weiter sein, habe ich eben auf der Karte geschaut. Ich fahre jetzt hier vorne links rein. Also ohne Track, zur Not muss ich mal die Karte rausholen gleich nochmal, aber das ist doch wesentlich komfortabler, ja. Als da jetzt über den Berg zu fahren, vielleicht einen Kilometer zu sparen. Hier geht es nach Schweigersdorf, das heißt, ich bin jetzt genau da. Da vorne war die Stelle, wo ich eben wieder umgedreht bin. Wie man hier erkennt, geht es hoch, hoch, hoch. Da hätte ich dann lang gemusst, um dann da wieder runter zu kommen. Aber jetzt anders. Ich will jetzt weiterfahren bis Bayern-Gries und dann will ich hier den D11-Radweg mir aufsuchen. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich auf der richtigen Seite bleibe. Da geht es scheinbar nochmal rüber. Die Altenhöhe. Und da ist mein, was war das? Mein Campingplatz. Glaube ich doch zumindest. Da kommt dann noch was. Das müsste er sein. Riedenburg. Campingplatz Talblick. Auf Wiedersehen. Hey, ich will da erstmal hin. Wiedersehen ist morgen. So, mal schauen. So sieht das hier aus. Dann rechts. Ich bin jetzt auf dem Platz, habe gerade eingecheckt. Bin jetzt in den Zeltbereich mal reingefahren und ganz am Ende die Ziel gelandet. Das ist doch schön ruhig hier. Hier werde ich bleiben, mein Zelt aufbauen. Hier so mit Öffnung nach da.
Ja, für eine Nacht ist das okay. 7,80 Euro habe ich bezahlt. Kann ich auch nichts von sagen. Die beiden herrenlosen Stühle, die standen da vorne. Die habe ich mir gleich erstmal in Beschlag genommen. Das heißt, da werde ich drauf sitzen. Da werde ich mein Essen drauf zubereiten. Jetzt baue ich mein Zelt auf. Und alles ist top hier. Kilometermäßig sind es dann doch mehr geworden, als ich gedacht habe oder geplant habe. Ich denke mal, ich müsste es gleich nachgucken. Ich habe den Garmin zu schnell ausgemacht. Ich habe das eben nicht mehr gesehen. 84 sollten es sein. Aber ich denke mal, dass ich dadurch, dass ich Umweg gefahren bin über Beilngries und nicht über die Komoot-Route, werden es wohl so um die 90 geworden sein. Aber ja, wie gesagt, das kommt dann alles am Schluss nochmal eingeblendet. Jetzt habe ich Hunger, will duschen. Dann machen wir einen schönen Abend. Bis später. Die Heringe hier, die habe ich nur mit allergrößter Mühe in den Boden reinbekommen, nämlich mit ihm hier. Hier ist nur Stein quasi. Das war eine ganz schöne Geburt, bis ich die Dinger da drin hatte. Zum Glück habe ich hier die von den Turbo-Heringen noch welche mit. Nein, diese ganz schmalen. Die hätte ich da nicht reingekriegt. Ja, also auch hier, das ist mal hervorzuheben, dieser Hausfrauentrick hier, der alte, ne? Das ist ja top, ne? Also, muss ich mal sagen, muss ich mich selbst für loben. Jetzt noch die Penntüte rein, Luma aufpumpen und alles klar machen soweit. Und dann gehe ich erstmal mich duschen. Und dann mache ich mir irgendwas Schönes zu essen. Ich weiß noch gar nicht was. Irgendwas habe ich noch. Mal gucken. So, alles klar soweit hier. Zelt steht, eingepackt ist auch alles. Ich habe es eben nur noch mal zugemacht hier, weil das sieht hier doch noch ein bisschen nach Regen aus. Das Handy musste ich eben ausmachen, weil noch 7% Akku muss ich gleich laden mit meiner Powerbank. Ach so, hier nicht wundern, seitlich abgespannt habe ich das nicht mehr. Kriege ich sowieso die Heringe nicht in den Boden rein und Sturm ist hier wohl nicht zu erwarten heute Nacht. Von daher passt das auch so. So, ich gehe jetzt was duschen, dann gibt es was zu essen. Ich denke mal, Onkel Bens Reis wird es heute nochmal werden, allerdings in verschärfter Version. Das heißt, ich habe noch 2 Zwiebeln und noch 2 Knoblauchzehen. Die werde ich mir da noch reinschnibbeln. Übrigens, die haben eine Klampfe dabei. Und Feuerchen haben sie sich auch schon schön gemacht. Und tja, was will ich doch mehr hier? Alles tippitoppi. Ich habe ja gestern schon gut gesessen, also mit Tisch und Stuhl und so weiter, mit so wie sich das gehört, aber heute hier, das war Endstand, oder? Tisch, da sind meine Reste hier, Knoblauch, Zwiebeln, Quinoa, also ich habe sogar 14 Knoblauch, sehe ich gerade, das ist ja top, den gibt es gleich, Trangia. Gleich in der Pfanne erst Zwiebeln und Knoblauch anbraten, dann kommt der Reis da rein. Das geht auch so irgendwie. Wollte eben noch duschen gehen, aber war denn doch nicht, weil Duschen kostet hier 1 Euro extra. Die Duschmarke hatte ich nicht und die Rezeption war auch schon zu. Also habe ich mir meine Beine im Waschbecken soweit gewaschen, das Gesicht, die Haare mit kaltem Wasser. Geht auch. Jo. Bin ich auch sauber, passt schon. Musik habe ich auch gratis. Musik.